Piloten, darunter Herbie Alemann, Dankeschön für die schöne Vorführung. Jakovlev, Jagelf, danke. Ganz herzlich begrüßen den Karl Dörr, der heute mit seiner Echo November Uniform Tango hierher gekommen ist. Warum begrüßen wir ihn? Weil er seit dem ersten Oldtimer-Treffen hier mit dabei ist. Das heißt, er ist jetzt seit insgesamt 32 Jahren das 16. Mal jetzt hier mit auf der Hahnweide. Karl Dörr, herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Smoke on. Ja, diese wunderschönen Oldtimer sind nicht nur zum Training eingesetzt worden, sondern auch als Agrarflugzeuge. Schauen Sie sich das mal an. So, liebe Zuschauer, wenn Sie jetzt drei Flugzeuge sehen, dann ist alles in Ordnung. Wenn Sie sechs Flugzeuge sehen, dann trinken Sie zwischendrin mal eine Apfelschorle. Ja, die Steelman wird auch genutzt als Plattform für Wingwalker. Das sind verrückte Menschen, die sich auf fliegende Flugzeuge stellen und darauf verschiedene akrobatische Höchstleistungen vollführen. Ich würde das nicht machen, bin sowieso zu schwer. Du auch, Jörg, du auch. Ich nehme aber momentan massiv ab. Ich habe mal eben oben auf die Stirn gefasst und habe gedacht, das schmeckt salzig. Tut's nicht, das schmeckt fettig. Ich schätze mal, 2-3 Kilo dürften es dann schon sein. Vielleicht reicht es ja dann, Jochen. Ich glaube nicht. Ja gut, Wingwalking, eine der Sportarten, die definitiv nicht für uns geschaffen war. Das ist schon korrekt. Unrühmlichen Zweiten Weltkriegs. Diese Mustang, geflogen von keinem geringeren als Mike, in Klammern gesetzt Leon der Löwe Mattis, Baujahr 1950, also ein Nachkriegsmodell, gehören tut sie, beziehungsweise beheimatet ist sie, bei der Amicale Jean-Baptiste Salis in La Ferdinand. Ringelrein der 30er und 40er Jahre Doppeldecker Uli Spielmann und Thomas Schüttoff.